Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Train Fever. Ja, wir waren ja hier gerade dabei, Linie 4 zu optimieren. Der Zug hier ist gerade auf dem Weg dahin, damit wir die Taktraten runterbekommen. Und zwar haben wir hier aktuell noch 7 Minuten. Und ich hoffe auch mal, der Gewinn wird sich dann einspielen. Das war jetzt das Spannende, ob das klappt hier mit den Zügen, die jetzt aufeinandertreffen. Ich habe jetzt ein paar Schilder gesetzt und dann auch eine Weiche und in meiner Theorie müsste das klappen. Ich bin gespannt. Kniffig wird es am Bahnhof. Da hinten die Lok fällt sich gerade am Bahnhof ein. Und wenn wir es jetzt hier... Ach, wir müssen ja auch hier das... Kommt hier unsere Ausweichschiene. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier so klappt. Ich hoffe, die Signale kosten keinen Unterhalt, denn da habe ich ja schon einige von gesetzt. Und ich habe das System immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Also, wenn ihr da Tipps braucht, fragt nicht mich. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Also, bin ich echt dankbar. Ich würde es gerne da noch richtig gut hinkriegen in Zukunft, weil da ja noch einiges dann mit der Zeit an Bahnstrecken dazukommt. Gerade mit unseren Bahnhöfen, die sich ja dann zum Teil, ja, heute dann so Knotenpunkte entstehen, ne? So, jetzt wird's knifflig. Jetzt bin ich mal gespannt. Steht die steht, die andere Lok. Und nu, jetzt haben wir ein Problem, richtig? Mist. Jetzt haben wir ein super Problem. Tag. Mann, ja nu. Jetzt quälen sie sich jetzt gegenseitig zu. Man müsste vielleicht das hier auf Einbahnverkehr. Das mache ich hier ganz schlaue Sachen. Ich hätte wahrscheinlich noch, wenn ich jetzt von da komme, ne, und die Lok hier rüber, die hat gar keine Chance, weil er blockiert ja bis hier hinten. Das heißt, wir hätten hier noch ein Signal setzen müssen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Das soll mal rechts sein. So. Und ich glaube, man kann die zurückschicken. Die kann ich schlecht zurückschicken, also... Vor allem, es wird teuer jetzt, ne? Ich muss das echt zusehen. Dann wartet mal. Angehalten. Wenden. Starten. Ui, ich komme gerade wer. Ich habe auch nicht gesehen. Okay. Das wäre jetzt ein Fuhrwerk weniger gewesen. So, ich würde den jetzt hier bis über die... hier rüberfahren lassen und dann sage ich nochmal bitte wenden. Was ich jetzt hier auch sagen, Einbahnverkehr... So, und du hältst jetzt mal an. Ne, noch ein Stück weiter. Ich glaube, hinter das Signal muss ich noch schieben. So, was eine Fuscherei hier. So, und du? Er fährt schon alleine los. Den hatte ich ja gar nicht angehalten.
So, wenn ich ihm jetzt hier sage, bitte wenden. Okay, dann weiche ich da auch nicht aus, weil ich müsste hier noch ein Signal haben, ne? Aber wenn ich da jetzt ein Signal setze, dann fährt er wieder. Na, das Problem ist der hier. Der muss doch nicht weg, das ist Blödsinn. Fahrzeug im Weg. Das ist nämlich eigentlich Blödsinn, würde ich mal behaupten, weil er blockierte die Strecke hier. Er blockiert jetzt auch die Weiche. Ne? Und deswegen müsste ich sie ja nochmal vor die Weiche setzen. Jetzt gucken wir nochmal. Nee, du sollst in die andere Richtung. Stopp. Wenden, losfahren. Ist gerade ein kleiner Bug. So, und ich hoffe, er hält jetzt hier an. Das macht er jetzt auch nicht, weil jetzt die Weiche hier ist. Shit. Wir halten ihn nochmal an und schicken ihn nochmal zurück im Bahnhof. Du bleib jetzt mal hier. Hilfe. Ich bin überfordert. So. Und du fährst mal los. Nee, du hast keinen Weg. Hm? Jemand, Freund? Nee. Haut nicht hin. Also muss ich ihn nochmal wenden. Das Problem ist, es ist hier irgendwie ein Fehler anscheinend. So. Ah, zum Not muss ich dir nochmal ins Depot zurückschicken. Ist okay, er wartet jetzt hier, weil er die Strecke jetzt hier für sich gerade gebucht hat. So, und auf jeden Fall muss das hier dann weg. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nee. Ich spule mal schnell vor. Boah, das kostet uns jetzt richtig, richtig Geld. Jetzt kann man die wegnehmen. So, dann müsste er eigentlich hier dann anhalten, ne? Wobei ich mich jetzt gerade frage, inwiefern jetzt das Ding hier noch Sinn macht. So, der Zug kommt von hier. Jetzt sagen wir mal, der andere kommt von da. Würde jetzt hier warten. Er sagt dann, hey, rechts rum. Müsste so gehen. Und er blockiert dann die und
Wo sind jetzt die Züge? Oh, es kommt von da auch noch einer. Kann ich ihn jetzt hier nochmal zurückschicken, wenn ich jetzt sage, so, stopp. Wenden. So, was hat er jetzt vor? Ah ja, er fährt jetzt zurück. Okay. Das Signal soll eine Berechtigung, weil wenn jemand von hier kommt, dann ist der da. Erstmal stoppen. Wenn ich jetzt sage, hier, genau, ich sage jetzt hier mal Einbahnstraße, dann darf er ja hier gar nicht rein. So. Dann würde ich jetzt sagen, hier Einbahnverkehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Also er müsste eigentlich jetzt rechts abbiegen. Schauen wir uns nochmal an. Ja, es ist halt das, wenn man das noch nicht kennt, ne? Dann muss man erstmal reinfuchsen, weil die Weichenstellungen sind natürlich super, super wichtig in dem Spiel. Tada! Okay. Wo ist jetzt die andere Lok? Doof ist jetzt nur, wenn der jetzt hier wäre und der andere schon hier, dann würden sie sich auch wieder treffen. Aber über kurz oder lang bauen wir ja eh noch weiter aus. Obwohl dann eigentlich hier die auch Schwachsinn sind. Weil ja die Gefahr ist, dass die beiden sich dann hier treffen. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. So, jetzt hat er die nächste Strecke blockiert. Die geht ja dann bis hier. So, wenn ich jetzt hier das Signal noch sage, hey. Nee, das müsste ich jetzt nicht sagen, immer Straße. Das Problem wird jetzt schon wieder sein. Wenn er jetzt zurückkommt, sagen wir mal hier auf dieser Strecke. Oh nee, noch nicht, da vorne stehen auch die Schilder. Aber er wartet jetzt schon, ne? Er fährt nicht mehr weiter. Das heißt, ich müsste hier noch mal eine setzen. Ich will nicht pleite gehen, verdammt. So. Was passiert jetzt? Fährt er jetzt rüber? Oh nö. Ach Mann. Ah. Jetzt bleibt er da stehen. Ne?
Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Warum kommt er nicht von da zurück? Ach so, weil hier Einbahnstraße ist, richtig? Und ich keine Weiche habe. Das heißt, er kann ja gar nicht wechseln. Ach ja. Das heißt... Hier vorne ging es ja nicht, hatte ich ja schon gesagt. Kann nicht wechseln. Also wir brauchen auf jeden Fall, muss es hier nochmal rüber gehen. YouTube! Ich habe keine Ahnung. Ich... weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und deswegen, okay, geht dieser Part schon ein bisschen früher zu Ende, weil es macht jetzt keinen Sinn, ne? Was soll ich jetzt hier noch rumdoktern? Eigentlich sieht es ja schon ganz gut aus mit der Linie. Alles andere läuft auch positiv, das freut mich. Das sind jetzt 5-Minuten-Takt. Könnte man zum auch nochmal eine einsetzen. Gut, hier 6 Minuten. Kann auch damit jetzt zusammenhängen, weil wir ja ewig jetzt auch was vorhin blockiert hatten. Ja, also ich weiß es nicht, woran es liegt, wie man das jetzt am besten macht. Aber das Problem ist einfach, wenn er jetzt zurückkommt, oder man müsste sagen, okay, du, wenn man jetzt die Weiche lässt, sagt so, du musst dich, dass in diese Richtung Einbahnstraße ist. Das ist ja auch Blödsinn. Komme ich ja nicht. Hier auch nicht drauf. Probleme über Probleme. Auf jeden Fall ist eine Lok im Weg und fahr mal weg, bitte. Kein Weg. Das heißt, ich müsste die auch anhalten, oder? Also wenn er jetzt zurückfährt, er blockiert die Strecke ja dann bis hier eigentlich. Aber ich kann es mir echt gerade nicht erklären. Das ist gerade so unbefriedigend, ne? Weil ich habe mir so super vorgestellt und die Signale, das ist schon nochmal wirklich ein bisschen tricky und ich möchte auf jeden Fall weiterkommen. Deswegen schaue ich mir mal irgendwelche schlauen Videos an von Leuten, die das vielleicht schon können. Oder ich frage mal im Forum nach. Das könnte ich auch mal tun, ob mir da mal jemand irgendwie zur Seite steht und lass uns überraschen, wie es weitergeht. YouTube, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.